eindeutig zugunsten der Anaconda. Sie wirkt den Kaiman und wirkt ihn. Und wirkt ihn unerbittlich. Bis das letzte bisschen Leben aus ihm gewichen ist. Und dann verschluckt sie ihn. Sie schafft das, indem sie ihren Unterkiefer ausklingt. Im Anschluss wird sie sich zum Verdauen in den Sumpf zurückziehen. Eine Beute wie diese wird für einen ganzen Monat reichen.